So. Ja, mal ausprobieren, ey. Ah, nee, ne? Alles mal liegen, ne? Schön, das ist fast. Boah, Alter! Boah! Oh, oh. Hol mal lieber ein Album! Alter, ich muss was gucken! Boah! Alter, mein Augen drehen! Boah, ich hab's nicht, ey! Warte! Boah, das stinkt im ganzen Raum! Hallo und herzlich willkommen hier zu GameStop TV, unseren 400 Abonnenten Special mit dem Ingo Viva und mit dem Big Mana. Ja, genau. Wir haben jetzt die 400 Abonnenten erreicht. Vielleicht ein bisschen mehr darüber, das wissen wir jetzt noch in dem Zeitpunkt noch nicht ganz mehr. Genau. Was wolltest du sagen? Das war's eigentlich. Aber ach so, genau. Du wolltest was kurz sagen. Ja, wie gesagt, das ist unser 400 Abonnenten Special. Und wir haben was Kleines für euch vorbereitet. Wir werden uns gleich mit euch zusammen ein paar alte Szenen aus unseren Games angucken. Sonst haben wir es ja immer so gemacht, dass wir einfach nur die Schnittsachen genommen haben, fertig aus. Sondern wir haben halt ein paar Szenen vorbereitet und wir werden dann dort halt so ein bisschen kommentieren, was da lustig dran war. Vielleicht unsere Reaktion selber sehen, wie wir jetzt dann noch drauf reagieren. Und wie gesagt, fangen wir einfach an, oder? Genau, fangen wir an. Viel Spaß. So, da sind wir und mal gucken. Wir lassen es ziemlich viel unkommentiert, damit ihr das auch natürlich hört. Nein! Und unsere React sagen wir mal so, dass ihr das so seht. Nein! Kann man das nicht wirklich, aber egal. Das war. Konntest du halt, das musst du echt weitermachen. Ja. Konntest du halt das. Also so die Battle-Sachen, ne? Ey, das war jetzt so geil. Wie du die ganze Zeit. Nee! Nein! Wir wollen uns beide nicht treffen. Oh, jetzt. Das war echt geil. Ich hab auch noch. Das war echt cool, das stimmt. Jochen, da musst du dir ansehen, wie ich da runtergesprungen bin und dir voll gegeben hab. Im Sprung, ich spring runter und geb dir dann ohne anzuvisieren, ey. Bist einfach besser als ich. Ist einfach so. Übungssache, ganz ehrlich. Übungssache. Oh, das war cool. LSPFR. Da kommen sie! Nein! Also du hast jetzt einfach angeguckt, nur und mehr nicht. Die machen da. Ja. Guck mal mein Gesicht. Oh, da habe ich überhaupt keinen Bock hinzugehen. Alles ganz ruhig. Da habe ich mich aber auch wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich auch wirklich umgedreht und habe nicht mit gerechnet, dass da hinter mir was steht. Echt? Nee, oh, jetzt muss ich reinspawnen, um zu gucken, wie der Level Zeppelin abgeht. Ja, aber trotzdem. Nice. Geh da nicht rein. Nee, weiß ich, aber das sieht ja nice aus. Lawrence Zeppelin ist tot. Ich will das aussehen. Deine Stimme. Boah. Ach komm. Das ist echt geil. Oh, nee. Und ich muss da. Ich kenne die Szene ja schon. Ja. Oh Gott. Und wie ekelhaft die aussieht, weißt du? Mein Gott, wie so ein Speckmonster. Wow. Die sah aber vorher auch nicht besser aus. Oh, jetzt sitzen wir ja neben deiner Webcam. Neben deiner Webcam, da sitzt du. Da sitzt du. Das sieht ja vorher noch nicht besser aus. Kommt die da mit einer Kettensäge? Wie kalt du blind bist einfach nur. Ich kann einfach Horrorspiele total ab, ey. Hammer, ey. Das ist bei mir so. Mehr Informationen gebe ich euch alle jetzt ohne. Hier ist richtig arschlaut. Ich weiß gar nicht, ob man nicht versteht. Ich schreie schon so ins Mikrofon. Ich weiß gar nicht, ob es ausschlägt. Wir schauen auf jeden Fall weiter. Wir machen einfach mal eine Runde. Auf jeden Fall gibt es Minecraft noch, was wir euch zeigen wollen.
dann noch auf jeden Fall Star Wars Battlefront. Ich weiß nie, was ich da reden soll. Ich rede einfach irgendwas. Sagen, kommt einfach mal mit und dann schauen wir mal. Jetzt komm. Da kommt jetzt, glaube ich, gleich noch die Szene, wo ich beim Farming Simulator Dings verstanden habe. Ja, genau. Ey, ich interessiere mich für das Spiel eigentlich nicht, ne? Und dann rede ich darüber. Einfach so. Aber man muss sagen, einfach Gamescom, jetzt können wir ein bisschen mehr reden, weil das haben wir extra drin gelassen, die Szene. Ist einfach super. Gamescom ist super. Einfach, ich würde dieses Jahr auch gerne wieder hingehen, aber leider ist Zeit. Wir wissen einfach nicht, genau. Hoffentlich nächstes Jahr, aber die Sommerferien wurden halt sehr doll doof dazu gemacht. Ja. Lukas arbeiten. Achso, Handy? Nein. Was ist denn gerade? Warum hat es denn gerade so vibriert hier? Hat's nicht vibriert. Achso. Ne, auf jeden Fall. Gamescom, da würde ich echt gerne nochmal hin, aber dieses Jahr, glaube ich, wird es nicht unbedingt was. Ne. Vielleicht nächstes Jahr, ich weiß es nicht. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn man jetzt nicht jedes Jahr hingeht. Ja, wir waren letztes Jahr auch schon. Auch nicht, genau. Auch dieses Jahr erwarten uns viele ganz coole Simulationsspiele, bisschen von der Ersatzbau, bisschen von. Aber wie die Leute einen nicht im Hintergrund merken, außer ein paar Leute. Aber sonst, manche gar nicht, ob die es gar nicht wahrnehmen oder so. Ja, bei der Frau, da steht immer eine Frau, die hat Spiele verteilt. Da, rein. Ja. Der hat Spiele verteilt. Das war nur ein Add-on. Ja, hab ich auch noch zugepackt. Ja, auch zugepackt. Was auch ganz interessant aussieht, ist der Bausimulator. Da freue ich mich natürlich drauf. Und wir haben uns schon mal ein bisschen umgeguckt. Wir haben ein bisschen gefilmt und mal schauen, wie ich mir selbst im Bild gebaut habe. Das, da hatte ich wieder Bock drauf, das zu spielen eigentlich, ey. Jetzt aber zu zweit ist scheiße. Da haben wir dich auch geärgert, ne? Richtig schön geärgert. Ja, wir haben auch. Ich mach nichts, ey. Das ist so schwierig. Du weißt doch, wie ich bin. Ich hoffe, jetzt fängt wieder an. Ah, geil. Ah, cooles Spiel, muss ich jetzt von vornherein sagen. Alien Isolation. Soll, Alter, ist das gruselig. Es sollte auch, wo es rauskam, eins der gruseligsten Horrorspiele mit sein. Fand ich jetzt selber. Da hab ich mir auch erschreckt, ohne Spaß. Und das war nur so ein Plastiktyp. Erschreckt mich doch nicht so! Die sind noch nicht böse zu dem Zeitpunkt gewesen. Ich hab das Spiel ja nicht gespielt. Mann. Wenn hierzu... Tanao... nee, Tanoa Live. Mit dem Ingo Leviva. Ich kann es nicht aussprechen. Ohne Spaß. Ist jetzt ja. Hallo und herzlich willkommen hier zu Tanao Live. Tanoa. Ich kann es einfach nicht. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Arma 3 Tanoa Live. Ich hab's drin, Bray. Ich hab's ohne Fehler gesagt. Mit natürlich. Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Arma 3. Tanao Live mit dem Tanoa. Hab ich doch gesagt, Tanoa. Oh mein Gott. Tanao Live. Ja, mein Gott. Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Tanao Live mit dem Big Manner. Tanoa! Scheiße. Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Arma 3 Tanao. Nee, Tanoa Live. Oh. Schwierige Geburt. Herzlich willkommen hier wieder zurück zu Arma 3 Tanao Live. Der lernt es nicht. Der lernt das Spiel seit nicht. Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Arma 3 Tanao. Woran das wohl liegt? Tana. Da mach ich erst mal überlegen noch. Du lernst es echt nicht. Was war das denn jetzt? Boah, das ist ekelhaft. Das gibt zu kaufen bei Kombi jetzt, ey. Echt? Ja, stimmt, bei Multi auch. Warte, du kriegst... Boah, Mann. Wie so ein Mädchen, ey. Oder so ein Mädchen. Was ist denn mit der Heimat? Ey, wenn das nämlich richtig, kannst du ein bisschen lauter reden, ne? Ja, ich will nicht das Spiel übertönen. Das können wir nicht essen. Das können wir regulieren gleich. Boah, wie frisst denn sowas? Ja. Boah, ekelhaft, ey. Aber wer das ohne Spaß, wer das essen kann, das ist so ekelhaft. Also, ne. Wir Deutschen, die Amerikaner, ich weiß nicht. Ja, aber das gibt's ja doch schon auch zu kaufen. Das ja, essen aber die Amerikaner haben es ja daher, glaube ich. Boah. Und dann mit Kakao, der Kakao. Stimmt. Ich würde gerne nochmal bestellen. Ich auch. Nee, das müsste ich essen. Wenn ihr es wollt, könnt ihr in den Kommentaren mal schreiben, wenn wir nochmal sowas machen sollten. Mit anderen Sachen vielleicht. Also, Boah!
Boah. Wir haben Scheiß gemacht, ey. Theoretisch schon. Boah. Aber okay. Das Gute ist... Warte, lass so kurz noch weiterlaufen. Da will ich ja drüber nachdenken, wird mir schon wieder schlecht, ey. Boah. Das war auch eklig, ey. Du hast zwei davon gestellt. Die Getränke, eklig. Na, die auch. Getränke, die waren richtig widerlich. Also ich weiß nicht, wer das frisst. Nee. Und ich war letztens, war ich einkaufen, nicht bei Kombi. Wo war ich denn einkaufen? Bei Multi gibt's die. Multi, da gab's auch die Getränke, auch eine ganze Dosenpalette. Mit den ganzen hier Dr. Pepper und sowas alles. Wow. Rindfleischstreifen, Gewürze. Ja, die bräuchten wir uns da nicht mehr bestellen, ehrlich gesagt. Rindfleisch, Wasser, Zucker, aber so Salz, Cheetos, Soja, Pulver, und so Scheiß. Twinkies. Malte, aber die haben wir ja schon mal. Ich meine jetzt nochmal kurz einen Teaser zu machen. So. Das war's, glaube ich. Ja, das war's. War auf jeden Fall, ist bis jetzt immer noch eine geile Zeit, muss ich sagen. Also auf jeden Fall. Also man hat natürlich, es gibt natürlich tausende von anderen noch Videos, wo noch gute Szenen drin sind. Aber wir können natürlich nicht, das ist einfach viel, viel zu heftig, weil das ist nur eine Fülle. Wie gesagt, das war jetzt aus dem Jahr 2000, ja ein, gut, Gamescom war jetzt 2015, aber das andere war alles 2016. Stimmt, die Gamescom war 2015. Ne? Aber waren natürlich in dem Zeitraum, haben wir halt unsere 400 Abonnenten voll gemacht, von 300 bis 400. Ich glaube, wir hatten sogar Gamescom. Da hatten wir, glaube ich, 300 Abonnenten gehabt. Oder fast 300 Abonnenten. Da haben wir gerade bekommen. Genau. Und, das ist auch noch nicht so lange her, dass wir das Abonnenten-Special gemacht haben. Deshalb. Nee, war letztes Jahr. Das war letztes Jahr. Und ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine schöne Zeit. Bis jetzt noch immer noch. Also macht richtig, richtig Spaß. Im Moment entwickelt sich das immer mehr halt zu, ja, da, wo ich, da drauf, wo wir wirklich Lust haben. Immer mehr. Also klar, wir machen immer noch unsere Let's Plays. Dies aber halt ist... Ist halt nicht mehr so das strikte, man muss jetzt 15 Minuten Parts immer schneiden, sondern halt, man macht einfach aufnehmen und dann fertig. Und wenn wir sagen, ach komm, 3-4 Aufnahmen haben wir jetzt, dann wir auf. So. Genau. Dass wir einfach nicht uns so überfüllen, auch sag ich mal, mit Sachen, dass wir sagen, jetzt wirklich nur 3 Aufnahmen und dann haben wir erstmal wieder Zeit zum ausklinken lassen, weil wir haben gemerkt in den Jahren, dass wenn man ein Spiel eine Stunde lang aufnimmt, dass dann die Lust irgendwann schneller weg ist, als wenn man das nur 3 Folgen macht. Dann eine Woche, sag ich mal, Pause haben wir theoretisch meistens dazu und dann wieder weitermacht. Genau, richtig. Das macht viel, viel mehr Spaß. Aber das ist ja jetzt alles so unsere Sache. Wir wollen uns auf jeden Fall bedanken für die schöne Zeit. Natürlich nicht nur in der Zeit zwischen 300 und 400, sondern natürlich auch davor. Ist natürlich, klar, im Vergleich zu den anderen, ist natürlich, klar, langsam so. Aber... Mein Gott, Hauptsache, man erreicht irgendwas und das sind immer so Ziele, die wir uns ja natürlich auch gestellt haben, immer zu sagen, immer 100 Abonnenten weiter, immer so, weil es bringt jetzt nicht zu sagen, ah, wir wollen jetzt unbedingt 1000 haben oder 5000, sondern lieber Schrittchen für Schrittchen und wie gesagt, wir haben ja auch schöne Sachen mit dabei und ich kann nur von mir aus wirklich sagen, auch von uns beiden sagen, ey, super, super geile Zeit, macht echt Spaß und hoffentlich geht's so weiter. Ja, und überhaupt, was noch so kommt. Das ja, wissen wir natürlich, ja, klar. Deshalb, wie gesagt, Gamescom, alles, was man noch, richtig. Was man noch so machen wird. Ja, natürlich. Ja, ist auf jeden Fall viele Pläne, die ich persönlich schon im Kopf habe. Roy macht sich Gedanken. Ist halt mit dem Versus wollten wir eigentlich letztes Jahr machen, haben wir nicht geschafft, weil halt mein PC ja kaputt ging. Da war ja kurz die Zeit. Das wollen wir aber auf jeden Fall irgendwie gucken, dass wir das wieder aufleben lassen. Vielleicht dieses Jahr noch dann wieder Weihnachten rum. Das kann das Work Battle haben wir jetzt spontan gemacht, dass wir es nochmal weitermachen, weil eigentlich war das ganz, ganz cool so. Sagen wir, ne? Du bist jetzt kein Matchmaking-Spieler, das bin ich mehr. Ja, ja, genau. Aber so ein Battle auf unterschiedlichen Maps, wie Lego-Map und sowas halt. Super geil. Und seid einfach gespannt, was in der Zeit noch folgen wird. Wir sind auf jeden Fall richtig dankbar. Ich kann es eigentlich... Mein Gott, ich freue mich über jeden Kommentar, wo dann Leute schreiben, ey, versuch doch mal das und das. Also konstruktive Kritik ist auch manchmal gut. Dann natürlich auch so Kommentare, wo einfach schreiben, hey, Jungs, ihr macht das gut und dies und jenes. Gibt natürlich auch Kommentare, die sind halt immer die gleichen. Ja. So. Aber egal, mein Gott. So ist das einfach. Und ich würde sagen, auf ein neues Jahr 2017. Und mal gucken, vielleicht erreichen wir. Meist war ja natürlich nicht bis Ende 2017 die 500 Abonnenten. Mal schauen. Auf jeden Fall von mir ein Dankeschön. Und von mir auch. Und wir sehen uns dann, in irgendeinem Let's Play oder irgendwas. Genau. Tschüss.